Letzte Meldungen kamen von der Flugsicherung des Flughafens Seattle-Tacoma. Nun erhalten wir Radartreffer von Portland International. Sie sind also auf dem Weg nach Süden. Vermutlich wegen des Wetters. Wahrscheinlich. Sie wandern ab. Aber wir sind besorgt. Was ist, wenn eines dieser Tiere beschließt, mit einem Verkehrsflugzeug Angsthase zu spielen? Die moderne und die prähistorische Welt befinden sich auf Kollisionskurs. So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Wenn Owen und Lambert das hinkriegen, wovon sie gesprochen haben, werden wir Darf ich kurz ausreden? Dankeschön. Willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, wir werden heute eine Runde zocken und ich bin mal gespannt, wie heute die Mission läuft. Was wir für die Flugsaurier brauchen. Beginnen wir mit einigen Aviariumkuppeln und einer Brutstätte. Oh, wir brauchen auch ein Expeditionszentrum. Und wie du gehört hast, haben wir nicht viel Zeit. Okay, ein Expeditions... Dankeschön. Kann ich vergrößern? Kann ich den... Ja, lass mich doch erstmal das Expeditionscenter wieder hier hinsetzen. So, und dann Anlage. Du willst mir sagen, das muss ich jetzt noch erforschen? Bedeutet, ich brauche eine Forschungsanlage, oder? Ne, warte mal, ich kann Forscher einstellen, ne? Da war irgendwas da hier. Ich brauche Forscher, bitte. Genetik, Logistik. Dich nehmen wir, du bist ein guter Mittelstand. Kannst du mir dann bitte schnell forschen? Wissenschaftler mit Limit 2? Dann halt einen zweiten. Meine Güte. Habe ich hier irgend noch so einen, der relativ mittig oder doch besser ist? Irgendwas? Nehmen wir dich. Ja, hau ihn rein. Wir brauchen jetzt hier Strukturen. Leck mich einmal, ich brauche noch einen. Ich hätte dich einfach nehmen müssen, ne? Du wärst besser gewesen. Oh Gott, oh Gott. Das kann jetzt wieder dauern. So, wir starten mal den Weg hier nach vorne. Weg ist verbunden. Gut, jetzt müssen wir warten, bis wir das Avarium haben. Und dann eine Brutstätte noch dazu bauen. Wie schauen wir eigentlich hier von der Fläche aus, wenn wir uns die Karte anschauen? Okay. Auch wieder klein, aber es geht. Hätte jetzt schlimmer irgendwie erwartet. Forschung geht voran. Super. Avarium-Beobachtungsding. Okay, ne? Wir kommen gut voran. Alles gut. Kein Stress, keine Panik. Wir kommen hier voraus. Und ja, es ist wieder ohne Facecam, weil mein Handy hat sich geupdatet und jetzt kriege ich es gerade nicht irgendwie mit dem PC verbunden. Ich bin ja jetzt aus dem Urlaub zurück. Jetzt habe ich gedacht, das ist erstmal wichtiger, dass wir eventuell erstmal wieder ein paar Folgen rauskriegen. So, okay, wenn ich dich hier hinsetze. Wir machen da draußen gleich mal eine größere Kuppel, einfach weil ich es cool finde. Dann brauchen wir noch eine Brutstätte. So, okay. Es wächst langsam alles. Ja, schaut doch gar nicht schlecht aus. Wächst es jetzt? Wird es auch fertig? 3, 2... Gut, bedeutet, die Kuppel wäre ready.
Kann ich dann hier auch ein Beobachtungsding fürs Aquarium machen? Mess. Wir sind hier fertig. Wir können jetzt Expeditionen zum Fernfang aussenden. Diese Tiere können in der Luft weite Strecken zurücklegen. Beeilen wir uns. Na dann mal los. Auf okay. In gefährliche Höhen. Aufgabe starten. Wir haben Flugsaurier, bereit zum Liefern. Das Transportteam soll sie zur Aviarium-Brutstätte bringen. Dann entlassen wir sie in die Kuppeln. Und entlassen heißt kontrollieren. Ja, in eine kontrollierte Umgebung und unter unserer Aufsicht und Pflege. Exzellent. Die Lieferung von Aktivposten an den anderen Standort ist im Zeitplan. Das Cooles. Okay, das ist ja irgendwie cool. Was ist denn das Cooles? Für unter Wasser, okay. Okay. Coole kleine Sachen. Okay. Eingehende Übertragung. 5 von 5 gefangen. Cool. Saurier transportieren. Transport im Gange. Beginne Produkttransport. Wie hängen denn die da unten dran? Der chillt noch sein... Achso, ja, wenn die es auf dieselbe Stelle geben, dann dauert das jetzt der Zeitl. Ich wollte eigentlich probieren, so, wo war das hier? Ob ich da drin Wasser platzieren kann. Oh, das geht sogar cool. Wie gesagt, ich habe den Teil relativ gar nicht gespielt, wirklich. Von daher... nicht wirklich viel Erfahrung mit dem gemacht. Seine Kollegen kommen ja, das dauert jetzt noch kurz. Aber cool. Jetzt ist die Frage, was frisst denn so ein Viech? Nahrung, Fisch. Bedeutet, wir müssen... Das ist doch Wasser, oder? Dann sollte das mit dem Futter ja passen. Oder? Geht ihr Fische fangen? Produkt transportiert. Also sowas brauchst du sowieso immer, damit überhaupt die Viecher reinkommen. Sehe ich das richtig? Also aktuell wartet noch einer. Ich habe kein Ranger-Team, ne? Habe ich ernsthaft nicht. Transport abgeschlossen. Was denn das schon wieder? Gut. Dann ist das geschafft.
Was kann ich hier machen? Ego-Perspektiven-Modus. Zustellung wurde abgeschlossen. Das ist ja schon wieder geil. Sieht aus, als bekämen wir die Dinge unter Kontrolle. Ich könnte sagen, berühmte letzte Worte. Aber das hätte in den vergangenen Jahren schon oft gepasst. Also bleibe ich. Das ist erledigt schon. Cool. Vorhersehbare letzte Worte. Dr. Malcolm, warum kontaktieren Sie uns? Aus dem immer gleichen Grund. Die Saurier. Und mein zwanghaftes Bedürfnis, cool, den Autounfall mitzuerleben. Es ist gut, wieder von Ihnen zu hören, Dr. Malcolm. Dr. Dua, wenn ich das richtig verstanden habe, stehen Sie für den Intelligenzteil in CIA. Wir tun, was wir können. Ja, ja. Wir tun, was wir können. Und manchmal mehr, als wir sollten. Das ist ein cooler Ausblick. Zeiten. Und ich meine Zeiten, in denen die Saurier leben. Also unsere. Sollten sie hier sein? Nein. Sind sie es? Ja. Was fehlt also dem Ankomfort? Und die verborgene Hand fehlt des Chaos und Wasser. Offenbart. Was sonst noch verborgen bleibt, ist, was mir Sorgen macht, Doktor. Oh ja, natürlich, ja, ja. Und darum habe ich jemanden mitgebracht, der in dieser Hinsicht etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Mr. Isaac Clement, ein Spezialist für das Spektakuläre. Sie sollten bald von ihm hören. Diese Saurier benötigen Futterstationen, um gesund zu bleiben. Bleib am Ball. Die setzen sich sogar auf die Steine. Wie cool ist das denn? Hey, ich bin Isaac Clement. Dr. Malcolm dürfte mich anrufen. Schau dir das an, wie mega cool. Wir haben einige spezielle Anforderungen, einschließlich Ranger-Team, um die Tiere in den Aviarien zu beobachten. Eine Beobachtungsgalerie ist auch auf unserer Liste. Und damit auf deiner. Da bin ich hier schon wieder voll voraus bei euch. Freiraum. Ich glaube, ich hätte die Bäume nicht besetzen dürfen. Ich habe nachgedacht. Wenn du denkst, macht mich das nervös. Nein, nein, ernsthaft. Warum die Flugsaurier? Okay. Worauf willst du hinaus? Dr. Malcolm kontaktiert Dr. Dua von wo auch immer, wenn die Flugsaurier zum Problem werden. Warum? So. Weil sie eine besondere Gefahr sind und er besorgt ist? Ja, vielleicht. Vielleicht deshalb. Lass uns nichts überstürzen. Jetzt sollten wir erst einmal sicherstellen, dass die Zufriedenheitsstufe der Flugsaurier hoch ist. Das haben wir gleich erledigt. Daten. Vergiss die Verschwörungstheorien. Hallo, wir jagen prähistorische Tiere, Claire. Die Realität ist nicht mehr, was sie mal war. Erweitert es aber, indem du Aktivpostenbewertung erhöhst. Sie hatten recht, Dr. Malcolm. Das ist meistens so. Die Anlage funktioniert wie erwartet. Wir verfügen nun über genügend Aktivposten, um schon bald weiterzumachen. Im Moment verschlingen wir Buschbrände, aber das ist ein Inferno, das die ganze Welt verschlingen könnte. Zur Kenntnis genommen. Wir sollten uns auf diesen Standort konzentrieren. Es geht um hohes Wohlbefinden und Sichtbarkeit für die Tiere. Und natürlich um die Sicherheit des Personals. So. Die Koexistenz mit den Sauriern ist ein Lernprozess. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn es nicht klappt, was dann? Dann haben wir aus der Arroganz eine Apokalypse geschaffen. Die Menschheit gegen die Saurier. Und ehrlich gesagt bin ich nicht sicher, wer den Sieg verdient hat. Expeditionskarte haben sie uns gesagt. Ich bin gerade halb beim Zuhören, halb schon wieder am Weitermachen. Oh, schau an, da sind noch welche. Petrik. Aha, kann ich diese Karte auch bewegen? Oh, cool. So. Geht doch. Das sind gleich kleine gefräßige Viecher. Das ist die, die wir schon haben. Richtig? Komm kurz her. Pteranodon. Sollten wir uns ein Beispiel an Flugreptilien nehmen und mehr Flugreptilien in den Aviarien haben. Alles Gute kommt von oben, oder? Dann kriegst du einen Auftrag. Und hier machen wir mit euch einen Auftrag. Gut.
Du brauchst Strom, sagst du? Dann kriegst du hier hinten in die Ecke eine Stromanlage rein. Doch, Strom kommt schon. Dann tun wir ein Ranger-Team zuweisen. Und dann haben wir zwei große Avorien hier rumstehen. Was wir jetzt hier machen... ist vielleicht nochmal kurz den Kollegen hier schwingen. So, und dann... hier so Doppelwege einbauen. So. Ah, shit. Sorry. Saurier transportieren. Transportiere Produkt. Gut. Jetzt fehlen uns noch die anderen. Aber ihr seid ja gleich dieselben. Sonst erweitern wir das halt noch um eins. Dann ist da mehr Freifläche und alles. Das bekommt jetzt hier auch noch hinten nochmal so einen Kuppelausblick rein. Am besten ist halt echt so. So. Eingehende Übertragung. Vier gefangen, cool. Weiter. Saurier transportieren. Produkt unterwegs. Auffüllen bitte. Produkt wurde transportiert. Bedeutet, wir schauen jetzt hier eigentlich sogar halt ganz, ganz gut aus. Unsere Scores gehen hoch. Produkt wird transportiert. Produkt wurde zugestellt. Ja, ich glaube, wir sind hier ganz gut dran eigentlich. Interessieren, was braucht er? Wald braucht er. Ein bisschen Fisch und Wasser. Okay, also wir brauchen Wald für dich. Dann brauchen wir Wasser. Und Fisch. Zufrieden? Zu wenig Wald, sagt er. Okay, das kriegen wir hin. Kein Problem. Waldfläche erhöhen ist kein Problem. Wie schaut es jetzt mit dir aus? Ah, ich glaube, wir sind gut dabei. Produktzustellung bestätigt. Wie sieht es denn hier drüben aus? Komfort ist niedrig, weil Bereich. Zu wenig Freiraum und zu wenig Fisch, weil die Gruppe relativ groß ist. Okay, verändern wir. Was ist hier? Das
können wir mal so machen, dass wir dann hier hinten noch einfach ein Lake reinsetzen. Wo dann auch noch so ein Fischding drin ist. Und sollte sich der Komfort gleich ändern. Nicht identifiziertes Leiden. Haben wir eine Krankenstation? Schutzraum. Schließen Sie vierten Story-Standort ab. Ernsthaft? Fertig? LOL. Das war's. 21 Minuten und wir haben den vierten Story-Teil abgeschlossen. So, schauen wir, was er uns jetzt sagt. Selbst künstliche, geplante und verwaltete Schönheit hat ihre Reize. Doch die Asymmetrie der Natur spricht die Sinne an. Ihre rauen Kanten, ihre Fehler. Ein Baum, der fehl am Platz ist und doch genau dort, wo er sein soll. Genau wie die Saurier. Entschuldigung, Dr. Malcolm. Es gibt Berichte über eine große Herde von freilaufenden Tieren im Yosemite Park. Wie gesagt, Chaos. Ist es nicht wunderbar? Das würde ich auch sagen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt, und wir sehen uns in Kalifornien wieder. Also, bis dann. Ciao.